Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren DayZ-Runde. Ja, zwei von uns wollten ihre Ausrüstung noch ein bisschen verbessern. Wir haben inzwischen die Umgebung etwas gesichert und wie es dann weiterging, das könnt ihr euch jetzt anschauen. Viel Spaß! PUs aufgefunden. Ist aber leider damaged. Oh, da ist noch jemand. Irgendwie ist noch er. Der guckt. Verdammt, wo ist der? Der hat irgendwie blaue Hose. Mal, wollen wir erstmal rausgehen? Der rennt jetzt wild hin und her. Wollen wir erstmal raus? Blue Cargo Pants. Der rennt ganz schön wild. Noch zwei, mindestens zwei sind's. Na okay, wir kommen die erst mal raus jetzt. Die rennen jetzt mittig. Die rennen jetzt irgendwie Richtung Mitte. Den einen habe ich verloren hier unten. Ja, den einen habe ich. Der läuft jetzt genau rüber. In eure Richtung. Die rennen voll durchs ganze Lager. Dann haben die uns vielleicht bemerkt. Verdammt, ich weiß nicht, ob einer jetzt vielleicht hier hochkommt. Also wir kommen jetzt beide hoch. Wir sind schon im Wald. Nee, wir sind schon im Wald. So, die sind jetzt... Laufen die etwa in Richtung oder was? Fuck. Ja, die sind ganz nach rechts, also komplett durch das Lager durchgerannt. Ja, dann haben sie uns entweder bemerkt oder... Ich habe den zweiten verloren auf jeden Fall, verdammt. Der ist hier unten. Was ist unten? Mittig des Lagers. Also sind sie noch im Lager, ja? So, was machen wir jetzt? Einer ja, der andere... Ich guck mal... Wo bist du? Ich guck mal... Über dir? Oh! Es wurde geschossen? Hier schießt jemand hin. Zu euch? Ja. Scheiße. Wir müssen hier weg. Zieht euch mal nach rechts. Mich haben sie irgendwie gesehen. Zieht euch mal nach rechts zurück. Ich laufe nach rechts. Hier ist Michi. Achtung, hier wird im Boden geschossen. Michi, wir müssen rennen. Schuss. Rennen. Wir rennen jetzt Richtung Süden. Nee, warte mal, was ist das? Ja, Michi, ja, Richtung Süden. Zieht das laufen? Genau, nach rechts, ja, rechts vom Lager. Ach, da seid ihr. Also wir sind schon im Wald. Also ich bin jetzt bei Joe. Ja, ich bin hinter Michi. Du bist bei mir? Ja. Ach, da oben seid ihr, rechts von mir. Ja, das bin ich. Einfach zickzack weiter. Oh, ah, Daisy, diese Hänger, ey, verdammt. So, hinter den Bäumen irgendwie bleiben. Einfach erstmal jetzt zurückziehen. Da haben die auch Mosel und so gesocks gehabt. So, wollen wir uns... Oh, oh, die schießen immer noch. Ich sehe die gar nicht. Ja, das ist... Na, mit Umdrehen wird da nicht viel jetzt beim Rennen zu sehen sein. Ja, das ist Mosel, eindeutig. So viel zum Thema Friendly Server, ne? Ja. No kill on site. Genau. Die Frage ist, wollen wir uns jetzt irgendwo, wenn wir am Waldrand sind, hinsetzen und warten, aber es hat auch keinen Sinn. Ja, wir sollten auf jeden Fall hier bei den Hügeln versuchen drüber zu kommen, sobald wir drüber sind. Ja, ich bin jetzt hier außen am Hügel noch, also ja. Hier laufen wir jetzt einfach weiter. Hinter dir? Also ich sehe euch drei vor mir irgendwie, ja. So, jetzt kann ich glaube ich aufhören rumzuzuppeln hier mit der Maus. Und ich meine, man könnte sich jetzt auch hier oben schön hinlegen und warten, ne? Ja. Brauche ich aber mein Scope wieder. Genau, und ich meine SKS. Ja, also lassen wir das. Weil du dann kein Scope hast. Ja. Ja, das ist ja das blöde PU-Scope, aber das bringt mir nichts. Hey, diese verfluchten Hochlader, das ist doch... Da hinten kommen sie noch, ich sehe noch. Echt? Ja, ja, die rennen uns immer noch hinterher. Die scheinen nichts zu tun zu haben. So, was haben wir hier für Ortschaften in der Nähe? Wo können wir uns... Tschüss. Ja, ich habe auch gehört. Aber es ist immer gut, solange sie schießen, müssen sie auch mal stehen bleiben. Mhm. Ich würde sagen, wir hauen jetzt vielleicht, wenn wir hier runtergelaufen sind, hier so ein Stücke, hauen wir nach rechts rein oder so, dass wir mal so einen kleinen Haken schlagen. Mhm. Oder nach links, was wollt ihr? Links oder rechts? Links ist Richtung Kartenrand, also ich... Nee, rechts ist Kartenrand. Rechts ist Kartenrand. Aber links kann man auch langlaufen. Ja, gut. Also links oder rechts? Da links ist irgendwann freies Feld, dann machen wir einfach links. Also ich sehe zwei euch noch vor mir und Michi ist wahrscheinlich hinter mir, ne? Ihr könnt ja hier so einen leichten Haken, hier so lang. Lauft mal hier lang jetzt. Ja, genau. Ja, aber da unten könnte jemand langlaufen, ne? Das ist klar. Ey, diese verfluchten Hänger, ey. Die ganze Zeit ging es erst und jetzt dauernd... Naja. Aber ich schätze mal, falls ich tatsächlich hier abschmieren sollte, dann bin ich bestimmt weg, bevor die mich hier irgendwie sehen.
Achso, ich kann ja die Flinte mal einstecken. Wir könnten uns natürlich auch aufteilen, aber dann haben wir vielleicht das Problem, wenn wir uns wieder treffen, dass wir uns dann gegenseitig abknallen. Ja. Da sehen wir nicht mehr durch, das ist... Oh. So, Michi, Hauptsache du bist jetzt nicht wieder rot, hungry und so ein Schrott. Nein, ich bin im Moment gar nichts. Ah, na gut. Lass mal nochmal durchgehen. So. Wir könnten uns auch hinter einen Baum stellen und dann Third Person rumgucken, ob sich jemand nähert. Dann würden sie uns eventuell... I'm warming up. Ja, ist richtig, aber... Ich würde eher sagen, wir gehen jetzt hier... Wir laufen jetzt hier an dem Waldrand vorne gleich weiter. Ja, ja, wir laufen noch ein bisschen. Und dann sehen wir über die Wiese, ob noch einmal uns folgt oder nicht. Mhm. Weil irgendwann geben die auf, das haben die gestern ja auch gemacht. Die haben mich auch nicht. Ja, aber ich kann nicht mehr laufen, das ist das Problem. Wie meinst du das? Wieso nicht? Also ich kann nicht mehr rennen. Da hast du wieder irgendeinen Seitenkörperbug oder was? Nein. Ist doch. Fuck, nein, 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 ich kann nicht mehr rennen. Scheiße. Pack die Waffe auf jeden Fall weg. Ganz seltener Bug. Warte mal, Joe, da müssen wir mal stehen bleiben. Wir können ja nicht mich hier abhängen. Jetzt rennt er doch wieder. Ja, nee, aber ich renne mal nur ganz kurz. Okay, jetzt. Also jetzt rennt er wieder ohne Waffe. Da hinten ist noch einer, die folgen uns immer noch. Oh, das gibt's da nicht. Dann müssen wir, dann greifen wir uns die jetzt. Meinst du, haben wir keine andere Wahl, sagst du? Sind die aus dem Wald gekommen oder wie? Ja, ja, die sind jetzt schon in unsere Richtung gekommen wieder. Hm. Dann also gerade auch über die Wiese und... Echt? Jo, also entweder, Michi, du hast einen Long Range. Ja, ich habe immer noch... Alle schießen schon wie? Ja, die schießen. Was gibt's denn? Das Schöne ist ja, dass wir auch so viele Bäume zwischen uns haben. Ey, diese verfluchten Hänger hier, das gibt's doch. Also entweder, was machen wir denn jetzt? Wollen wir jetzt weiterlaufen? Wollen wir uns jetzt jeder hinter einen Baum stellen? Ja, also wir sollten schon noch ein bisschen versuchen zu laufen, oder? Also, es muss doch irgendwann mal ein großes freies Feld kommen. Da sprinten wir rüber und dann, da, wenn wir dann irgendwo ankommen, wo wir uns ein bisschen abducken können, da werden wir dann sehen, ob sie uns noch folgen. Und da können wir sie dann greifen. Ja, aber dieses Spiel hat nichts zu bieten außer PvP. Das ist ja das Problem. Ich weiß, deswegen, die werden nicht aufgeben. Ja, ja. Ja, da, aber dann sehen wir sie ja, wenn sie aus dem Waldrand rauskommen und uns immer noch hinterherrennen. Dann können wir, dann haben wir vielleicht einen taktischen Vorteil. Wollen wir hier unten hin Richtung Scheune jetzt gehen oder? Das ist Striker, lauf mal ein Stück nach rechts. Lauf mal ein Stück nach rechts, Striker. Ja. Ja, was macht ihr? Also doch im Feld, da können sie es noch leichter. Also ich würde sagen, wir bleiben hier im Wald rein einfach, oder? Ja, dann laufen wir aber eine Runde, dann laufen wir jetzt nach Celeno hier links. Ja, ja, Celeno ist ja auch eine gute Stadt. Also ich sehe jetzt Michi und... Ach nee, alles klar, ihr seid hier. Ja, bloß Celeno, wir brauchen nicht in Celeno Häuserkampf machen oder so. Nee, das finde ich halt auch Quatsch, deswegen ja. Okay, ja. Wir können bloß versuchen, jetzt? Die auszuhungern. Ja, hier am Waldrand, einfach am Waldrand entlang. Warum redet ihr dann von Celeno Gorsk? Man kann auch an Celeno Gorsk links vorbeilaufen. Ja, klar. Richtung Kartenmitte, oder nicht? Aber kommt vom Feld runter. Dann können wir uns... Ja, ich meine, na gut, die Bäume bieten noch ein bisschen mehr Entdeckung. Aber ja, wenn ich auf dem freien Feld hin und her zuppel, das ist auch 1 zu 100.000, dass die einen da treffen können. Also ich glaube, durch das ganze Hin und Her joinen, was wir probiert haben, auch wenn ich nicht so oft hin und her gejoint habe, ist irgendwas hier mit dem Spiel komisch, dass ich dauernd diese Hänger habe jetzt hier verflucht. Also jetzt sehe ich keinen mehr. Entweder sind sie... Ja, das ist trotzdem ein bisschen lang. Oder... Ja, ja, klar. Ja. Hier lang. Ich will noch ein bisschen gucken. Ja gut, hätten wir jetzt David dabei gehabt, dann wäre es glaube ich in der Schießerei ausgeartet. Mhm. Nur der hätte dann auch... Vermutlich haben die uns... Die haben auch eben mit dem Long Range Scope mich da vielleicht sitzen sehen oben. Und dann haben sie angefangen wie wild im Kreis zu rennen. In dem Moment haben sie eben gewusst, irgendwie... Deswegen, ich habe dir doch gesagt, versteck dich in einem Busch. Ich habe doch in der Tanne richtig drin gesessen, bis am Baumstamm. Ja, gesessen, aber nicht gelegen, oder? Dann hätte ich noch weniger gesehen. Ja, das ist irgendwie...
Am besten ist immer... War das nochmal Schuss? Hab nicht gehört. Ich hab nichts gehört. Ich hab auch nichts gehört. Wenn nicht, dass hier in Celeno schon umgeballert wird noch. Das wäre noch ein anderes Gefecht gerade. So, wenn wir jetzt hier weiter links laufen, Michi, das ist jetzt das Problem. Dann laufen wir wieder zurück. Da laufen wir jetzt im Kreis. Dann können sie uns richtig den Weg abschneiden. Nein, wir müssen geradeaus. Hier an der Waldgrenze entlang. Also. Hä, das ist doch das, was ich meine. Wir laufen immer weiter nach links. Nein, das ist doch nicht, wo wir. Wenn wir jetzt hier hochlaufen, hier drüber, laufen wir wieder zurück. Oder willst du jetzt hier rechts? Ja, hier doch. Oh, das. Der hat mich erwischt. Das ist SKS richtig aus der Nähe. Wo kommt das her? Der hat mich erwischt. Wer schießt sie mit SKS? Das sind noch andere Typen. Ey, hier sind noch mehr. Das kann nicht sein, dass die uns so schnell gekriegt verfolgt haben. Das geht nicht. Die sind auch, weil sie uns den Weg abgeschnitten haben. Das ist SKS-Feuer gewesen auf jeden Fall. Fuck. Ist jemand verwundet oder so? Ja, nee. Ich. Meine Füße. Scheiße. Und jetzt werde ich auch durstig. Ich weiß es nicht. Entweder haben sie uns den Weg abgeschnitten, weil wir sind jetzt einen riesen Bogen gelaufen. Die werden auch vielleicht noch andere kaputte gehabt haben, die irgendwo... Na gut, der Bogen... Oder es sind andere, ja. Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie... So, wollen wir irgendwie Häuserkampf hier in die Gebäude, oder? Ne, geradeaus. Wer ist jetzt noch... Seid ihr noch irgendwie... Seht ihr mich noch? Ja, ich laufe immer noch geradeaus weiter. Ja. Ah, sehe. Den Weg hoch? Ja, würde ich sagen. Wo ist Weg hoch? Links oder rechts? Oder was meint ihr mit Weg? Geradeaus an der Scheune hier rechts hoch. Also die Straße, meint ihr? Die normale Straße? Ja, diesen Feldweg hier, Straße, was auch immer. Ich sehe keinen Feldweg, ich sehe die Betonstraße. Wo lauft ihr denn? Ja, wo bist du denn? Sport weiter, Richtung Scheune. Ja, Richtung Green Mountain lauft ihr jetzt. Ja, genau. Hoch zur Scheune. Genau, theoretisch können wir uns auch... Was kommt denn hier hinten eigentlich für ein Kaft? Ach, das ist Sosnovka, ist was. Wow, hier kam gerade was vorbeigezogen. Lass mich hier wieder in die... Die schießen ordentlich auf mich. Ey, aber warum schießen die von so dicht? Schießen die aus dem Laufen oder was? Wow. Weil ich sehe auch gar keinen. Das ist das, was mich so ankotzt. Ja. Es kann sein, dass es Hacker sind. Ach so, Hacker-Drecksäcke. Kann natürlich sein, ja. Das ist echt zu... Dann hätten sie uns doch aber schon weggehauen, oder? Vor allen Dingen... Nee, also die... Oder meinst du einfach nur Hacker-Drecksäcke im Sinne von, die sehen, wo wir langlaufen? Ja, die sehen, wo wir langlaufen. Was auch immer, was auch immer, auf welche Art und Weise. Oh, mir ist schon warm, habe ich jetzt mal die Mütze ab. Ja, die wollen natürlich auch spielen. Also, denen macht das auch nicht mehr Spaß, also einfach nur die Leute direkt abzuknallen. Die lassen die dann lieber so ein bisschen laufen und irgendwann haben wir dann keine Lust mehr und dann... So, also sind wir noch beieinander? Na, ich ja, bin, also ich bin hier direkt neben. Also wo ihr seid, habe ich keine Ahnung. Ich laufe jetzt so, dass ich... Ich laufe jetzt Richtung Antenne. Genau. Na gut, lauf mal auch Richtung Antenne, wenn du sie siehst, Spaß. Ich laufe Richtung Antenne, ja, aber wir können nicht den Anstieg da vom Berg machen. Ne, das stimmt. Wir sollten links an Green Mountain vorbeilaufen, bin ich da drin. Irgendwie links vorbei. Ja, links. So, ich werde mal kurz eine Aufnahmeunterbrechung machen. Dass die Datei nicht zu groß wird. Nimmst du auf, ja? Ja, ich habe erst, als wir die gesehen haben, habe ich gedacht, jetzt drückst du mal. Hier rechts ein Stück, wa? Ja, das Gute ist, die können nicht mehr zielen. So länger die laufen, so mehr zuppeln die. Die können dann wirklich nicht mehr schießen. Also, ja, wer weiß, das schafft keiner mehr. Ob es nur Hecktrolle sind, aber das war... Ja, wenn es welche sind, dann werden die gleich ihren Spaß haben. Dann werden die trotzdem... Auf jeden Fall sollten wir jetzt mal auf den Spaß warten. Na, das Problem ist, wir finden ja, uns immer. Weiß ja die Richtung so ungefähr, oder? Ja, bloß ich laufe jetzt unten. Ich muss jetzt schon an Green Mountain vorbeilaufen, weil ich sonst den Anstieg des Berges unter meinen Füßen hätte. Mhm. Ich laufe jetzt schon quasi unten an der Waldgrenze von Green Mountain, laufe ich jetzt außen im Bogen rum. Da bist du schon? Ja, ich habe. Ihr seid doch hinten den Weg hochgelaufen, da bin ich. Da ist eine Absturzstelle, na toll. Ja, die ist jetzt egal, sorry. Ach echt? Wirklich, ja? Ich wollte da jetzt hin. So. Denkst du denn? Also ich bin auch zum Glück irgendwie nicht getroffen worden. Sonst hätte ich auch bei mir steht nichts mehr. Ich glaube, die haben mich vielleicht doch nicht getroffen und meine Schuhe sind einfach nur kaputt. Ja. Weil ich glaube nicht, dass... Ja, meine Schuhe sind ruiniert.
Deswegen waren meine Füße gerade. So, ich habe jetzt hier. Ich bin jetzt auf dem Weg, der nach Green Mountain hochgehen würde. Wow. Hier sind wieder Schüsse. Da hinten, ja, ich sehe noch einen. Wow. Nee, das glaube ich ist sogar Spross, den ich gesehen habe. Halte ich mal ein bisschen weiter links, Spross. Was ist links? Seid ihr also, ja, lauf mal in die Richtung. Aber ich weiß, die schießen ja immer noch auf uns. Also ich bin jetzt hier auf dem freien Feld. Ich sehe jetzt auch die Absturzstelle. Den Rauch sehe ich jetzt. Wow. Wo seid ihr? Ihr seid hier irgendwo, oder was? Wow. Ja, wer schießt denn hier von ja, wo? Ja, denn? Die schießen immer noch. Nee. Dann müssen die ja irgendwo sein. Ich höre keine Schüsse, nix. Doch. Oh. Getroffen? Ich sehe aber die Absturzstelle. Hier schlägt da ständig was ein. Ja. Dann haut da was nicht hin. Dann bescheißen die. Die können nicht so schnell das hinterher. Das sind Hacker. Na, wollen wir Alt F4? Sind wir dann sofort weg? Oder was machen wir jetzt? Sind wir bei Alt F4 sofort weg? Ich weiß es nicht. Irgendwie meinte doch mal jemand, ich laufe jetzt an der Absturzstelle außen vorbei. Rechts. Von Gemüse. Ja, dann lauf weiter in die Richtung. Wir sind da vor dir quasi. Aber wenn das Hacker sind, warum schießen die dann, sag ich mal, erst jetzt auf uns? Die hätten ja die ganze Zeit im Wald schon, hätte das ja weitergehen können. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Jetzt, wo sie uns nämlich sehen auf dem freien Feld, schießen sie wieder. Also rein theoretisch. Ja, aber wir stehen auch ungünstig hier auf dem freien Feld, das müssen wir auch mal sagen. Also ja, dann kommen hier oben links mehr im Wald wieder. Ja, vielleicht nicht da, aber da wird schon wieder geschossen. Kann natürlich sein, dass sie sich mit den Hex immer ran teleportieren und dann schießen. Aber, auch möglich, ja. Aber rein vom Hinterherrennen könnten die niemals so genau schießen, dass wir richtig an uns wirklich die Kugeln vorbeifliegen hören. Nee, deswegen. Ich finde es halt auch komisch, ja, keine Frage. Theoretisch, ja, unwahrscheinlich. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, die haben ja, wenn sie zwischendurch. Wollen wir suchen, ob wir es in diesen 30 Sekunden da in der Scheune schaffen und dann dort ausloggen können? Also ich könnte mich hier zum Beispiel irgendwie in eine Mauer wollen wir weiter rennen, also mir ist es egal. Du meinst in die Scheune rein und sofort ausloggen? Ausloggen, ja. Naja, dann los, komm. Nicht lang schnacken, probieren wir es halt. Ich suche mir hier irgendeine Kuhle im Wald, aber ich habe auf jeden Fall die Schüsse nicht gehört, die bei euch da noch waren. Gucken, was ist hier noch zu sehen. Sind hier noch irgendwelche Menschen? Die Tür jetzt hier hinten, ey. Ey, you, hey, Spock! Hey! Ey, die Drecksäcke, die wissen wie... Was denn jetzt? What the hell? Hey, what? So raus. Das ist ein Hacker. Das ist ein Hacker. Die wissen, der weiß, wie ich heiße und der spricht zu mir. Der ist die ganze Zeit in meiner Nähe. I am friendly, man. Hey, hey, you're very funny. Who's shooting? Who's shooting? Why are you friendly? Man, don't fuck with me. Wait, dude. And where are you? And where are you from? Speak. Why? Where are you from? Hey, man. I will not stop, man. Kannst du Deutsch? Ja, warum? Was ist hier los? Ja, dann komm mal runter, Junge. Ich kill dich doch nicht. Ja, hier wird aber rumgeballert die ganze Zeit. Wer ist das denn? Seid ihr das oder was? Ja, das bin aber nicht. Ich komm jetzt runter. Komm runter. Hier ist keiner in der Nähe. Ja, dann komm mal jetzt runter, Mann. Nee, ich muss schon in Bewegung bleiben. Also das ist aber... Laufen die jetzt mit dir zusammen, ja, oder was? Ich bin ein Hacker. Und da hinten, das sind viele am Kämpfen. Also komm mal jetzt runter. Keiner ist in unserer Nähe, der uns töten wird. Komm mal jetzt runter. Deine scheiß Clan-Kollegen haben auf mich geschossen. Laufen die mit dir zusammen? Nee, wir haben nicht auf dich geschossen. Wir sind nur geflüchtet. SKS auf meinem Bein. Und die haben sich doch alle aufgelockt, die Franzosen. Nee, wir sind keine Franzosen. Wir sind nicht Franzosen. Die haben sich alle aufgelockt. Wir sind geflüchtet, wir haben nicht zurückgeschossen. Auf wen hat die geschossen? Auf was? Wir waren am Zeltlager bei Mischkino und sind dort angegriffen worden und dann sind wir nur noch geflüchtet. Mehr war nicht. Und dann ist bei Zeleno und so... Und warst du angegriffen worden? Was? Und von was angegriffen worden? Das war Mosin, war das. Zwei Leute haben wir gesehen und Mosin. Ja, also wie gesagt, ich kann euch helfen. Ja, ich weiß nicht. Meine Leute, die haben sich jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Scheune erstmal ausgelockt. Ja. Und nein, der Mann ist Probe. Warte. Du bist im Moment gerade alleine, weil all deine Freunde haben sich ausgelockt. Oder hast du noch einen Kumpel? Nee, also die sind jetzt offensichtlich erstmal raus.
Aber es ist auch so wie ganz zufälligerweise ein Kumpel, der Jan Marco heißt. Nee, kenne ich nicht. Nee, wir sind nur SVD. Also den Namen kenne ich auch nicht. Sag deinen Clan-Kollegen, die können sich einloggen und ich werde euch auch unterstützen. Warte mal, Moment. Der meinte, ihr könnt euch wieder einloggen und er wird uns unterstützen oder so, aber die Frage ist, ob wir jetzt sowieso Eheschluss machen wollen. Ist uns eigentlich spät genug, glaube ich, ne? Also mir ist es egal, ich weiß nicht, was Michi, was du sagst, du hast außerdem einen Long Range, ne? Also was mich angeht, mir reicht das sowieso von der Zeit her heute und da würde ich dann hier auch Schluss machen, habe ich jetzt gerade zu dem gesagt. Und deine kleinen Kollegen? Naja, das ist eigentlich auch schon der Zeitpunkt, an dem wir immer rausgehen, das ist ja jetzt fast schon zwei. Möchten die kommen? Du hast ja einen Hacker auch vor dir und ja, was sagen die anderen? Helfen. Striker, Michi? Also ich mache jetzt auch Schluss. Ja, ich würde auch sagen. Sag mir nochmal, was du hast auch hier irgendwas laufen oder was hast du gerade gesagt? Ich ne. Bin ein Hacker. Ich hätte Alt-F9 nicht drücken können, damit er noch die letzten. Ja, also du kannst dich auch über die Karte beamen und sowas oder wie? Was? Genau. Und nein, aber ich bin befreundet und helfe nur. Doch nicht. Deswegen kann ich euch helfen. Ja, ich glaube, wir haben. Interesse habt. nee, danke. Ich glaube, wir haben schon genug Spaß gehabt für heute und. Also ernsthaft, jetzt von der Zeit her wären wir auch jetzt normal aufgegangen, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert wäre. Ja, ich wünsche dir noch dann einen schönen Tag oder schönen Abend. Ja, danke ebenfalls. War nochmal netter Spaß für zwischendurch. Ja, dann war bis nett. Demnächst. Warte mal, hast du auch einen... Kann man hier Puls checken? Ich bin noch der erste Hacker, der friendly ist. Wer kann das sein? Na, ansonsten haben wir noch nicht allzu viel Kontakt gehabt. Kann das sein, dass ich bei dir auch gar keinen Puls checken kann, dass du das irgendwie ausgestellt hast? Nein, na klar, ich kann es machen, guck. Ach so, jetzt geht's. Ach, da irgendwie stand doch erst da, du hast... Ja, aber halt wie du siehst, außer meiner Hose ist alles bei mir gut, weil ich eben angeschlossen bin. Ich habe eine Fußmiauschwäsche, Stahlgedämpfte, M4, alles drum und dran. Hast du gerade geschossen oder kam hier was an? Ja, war das. Gut, ja... Nee, wie gesagt, also wir machen Schicht für heute und ja, ein freundlicher Hacker sozusagen ist ja auch mal was Neues. Genau. Das war ein freundlicher Hacker gerade, oder? Ja, der ist noch hier bei mir. Ja, die Frage ist, wenn du schon mal hier bist, kann ich dich ja auch gleich mal fragen, was ist das eigentlich oder was hat das denn jetzt groß für einen Spielspaß, dann irgendwie vielleicht andere Leute hier so umzuknicken, wenn du manchmal... Also umzuknicken... Generell, es hat eigentlich überhaupt keinen Spielspaß, aber ich kann sagen, Hero, ich gehe durch die Map und helfe auch, wo ich helfen kann. Ja, das ist ja auch mal quasi Counter-Hacking sozusagen. Genau, ich bin das Gute in Person. Ja, ist ja mal sehr schön. Das ist immer noch und warte, da nähert sich einer uns und dann sieht. Dürfte ich mir eben deine Musin haben, um den zu töten? Ja, können wir machen oder so, aber Bus. Nur ganz kurz. Kannst du erkennen, was das für einer ist? Ja, sein Name ist Jan Marco und er hat eine SKS. Also ich hab's hingelegt. Warte mal, geh weg. Komm mit. So, ich log jetzt noch mal kurz woanders ein. Mal gucken, ob ich... Und da stehe ich am Strand. Was? Nee, ich stehe nicht am Strand. Quatsch. Im anderen Server stehe ich am Strand. Echt? Ja. Ey, der gehört auch zu mir, oder? Nein, der gehört ehrlich. Nicht zu mir. Der gehört nicht zu mir. Wir sind nur... Nee, unsere Leute sind raus. Okay. Also ernsthaft, hier ist keiner mehr drauf, den ich noch kenne. So, jetzt hat er geschossen. Was hat er dich erschossen? Lauf. Nein, jetzt warte doch mal kurz. Fuck, jetzt bin ich getroffen, ich blute. Ah, Mist. Ja, das brauchst du wahrscheinlich dann. Warte mal.
Hat er dich erschossen? Nee, oder nee, nee, das war ein anderer Hecktroll mit SKS. Jetzt sehe ich den Hacker nicht mehr. Jan Mark oder so hieß der Hacker oder so. Aber ich habe zu viel Blut jetzt schon. Ich musste mich mal verbinden irgendwo. Verdammt. Ich glaube, ich lasse es mal wieder ein bisschen mit dem Spiel. Das ist... Nee, ich stehe noch in der Scheune. Ja, aber das ist halt... Wir haben jetzt gerade erst ein neues Anti-Hack-Coolout aufgepackt und es bringt einfach gar nichts. Solange solche Leute... Boah, jetzt ist es scheiße. Jetzt, ich habe mich gerade verbunden, der hat und wollte noch versuchen, dann wegzurennen, aber vorbei. Jetzt bist du tot, oder was? Hat aber er dich... Nee, er hat dich nicht erschossen. Ich glaub's nicht. Ich meine, natürlich gibt's immer welche Leute, die vielleicht rumalbern, aber nee, wir sind beschossen worden. Der hat gerade mit der... Ich habe ihm die Mosen gegeben, der wollte dann den umknicken. Der hat ihn gesehen da hinten irgendwo, den Namen kann er ja sehen. Mhm. Und dann wollte er dann umknicken und naja, dann hat er sich wahrscheinlich ran teleportiert oder was auch immer. Gut, Videodokumentation. Ja. Hast du nicht, ne? Doch, ich habe jetzt mitgeschnitten. Echt, du hast alles mitgeschnitten gerade? Ja, seitdem ich die da rumwuseln sehen habe, habe ich mitgeschnitten. Ah, das ist ja genial. Deine Hose ruiniert. Das musst du unbedingt... Ja. Mhm. So, warte mal, kann ich hier noch irgendwas ingame sprechen? Hallo, kannst du mich noch hören hier im Spiel? Damals irgendwie vor einem halben Jahr oder vor einer Zeit, da konnte man immer, wenn man tot war, konnte man noch drücken und hat noch das Sprachsymbol gekriegt. Mhm. Konntest du irgendwie noch die Leute anfluchen oder so. Gut, ja, alles klar. Dann mache ich mal Aufnahme Schluss. Aber ich habe wenigstens einen PU-Scope für dich. Ja, ich werde auch versuchen, die Sache positiv zu sehen, dass ich jetzt das angehen kann und mit Pfeil und Bogen... Also brauchst du das PU-Scope nicht mehr. Ich habe ja noch seine SKS. Ja, ist natürlich schade jetzt um die Mosen, aber... Ach. Das ist, macht nichts. Die findet man schnell. Ja, die SKS ist unbenutzt, also die ist noch sehr viel wert. So. Blöder ist nur, ich bin jetzt hier durstig und habe jetzt nichts mehr zu trinken, weil meine Kantine, in der noch was drin war, die ist ruiniert. Achso, du hast jetzt auf dem anderen Server hast du bloß nichts mehr. Ich habe jetzt nochmal eingeloggt. Ich habe auf dem anderen Server jetzt mal wieder nichts gehabt. Jetzt habe ich mir aber nochmal einen anderen genommen und hier habe ich wieder alles. Hm. Also es ist wieder irgendwie, keine Ahnung warum. Gut, alles klar, jetzt drücke ich auf noch weg.